Hi, ich bin der Brian von Alphatierchen, Foto- und Videoproduktion. Und wie es die Bezeichnung ja schon sagt, geht es bei mir nicht nur um Videos, sondern auch um hochwertige Fotos. In meiner Reihe How I Made It zeige ich euch, wie ich mit dieser Flasche rum ein tolles Produktfoto gemacht habe. Das Wichtige bei so einem Shooting ist die Vorbereitung. Und gerade Produktschüsse von Flüssigkeiten in Flaschen können sich als äußerst schwierig erweisen. Genau deswegen werden wir von unserer Rumflasche erst einmal das Label entfernen. Warum, zeige ich euch im Verlauf dieses Videos. Um das Label zu entfernen, suchen wir uns eine flache Form, wie beispielsweise eine Plastikschale, legen da die Flasche mit der Rückseite, mit dem Label, das wir entfernen möchten, hinein und geben Wasser hinzu. Ich habe das Ganze für eine Stunde im Wasserbad liegen lassen. Jetzt schauen wir mal, ob sich das Label gut entfernen lässt. Um solche Klebereste zu entfernen, empfehle ich euch, am besten mit einem Etikettenlöser zu arbeiten, oder sollte dieser nicht vorhanden sein, nehmt ihr einfach Spiritus. Wichtig ist es hierbei, dass die Klebereste rückstandsfrei entfernt werden. Der nächste Schritt ist der Zuschnitt der Reflektoren für Flasche und Glas. So, und damit hätten wir dann die passende Form, um sie hinter die Flasche zu stellen. Oh Zauberwerk, da stehen wir schon mitten im Studio. Ich habe schon mal alles hingestellt, eingerichtet. Erkläre euch jetzt, wie habe ich das Setup aufgebaut, im Verlauf des Videos auch, was hat das für eine Auswirkung auf das Foto. Da fange ich mal mit dem Diffusor an, warum ich diesen überhaupt verwende. Denn ein häufig gemachter Fehler ist, das Licht direkt auf die Flasche zu leiten. Dadurch bekommt man eine sehr, sehr harte Kante an der Flasche. Und wenn wir jetzt mal das Licht ein bisschen näher ranrücken oder entfernt drücken, seht ihr schon, was das für einen riesen Unterschied macht und wie hart die Kante wirkt. Und das könnt ihr eben durch den Diffusor deutlich weicher, softer gestalten und bekommt dadurch einen sehr schönen Look hin, more moody, denn wie schon gesagt, das ist ein häufiger Anfängerfehler, das Licht direkt drauf zu knallen, dadurch dann diese extrem harte Kante zu bekommen, und das wollen wir ja vermeiden. Vor mir habe ich die A7 stehen mit meinem externen Monitor, es empfiehlt sich aber auch tethered in den Rechner zu schießen, gibt es eine tolle kostenlose App dafür, Imaging Edge von Sony, kann ich euch nur ans Herz legen, ist ein bisschen einfacher mit der Beurteilung her, wie wirken die Fotos, passt das vom Licht her alles. Habe ich auch normalerweise immer dran, aber das Studio ist so zugebaut gerade und ich habe kein großes Studio, dass ich über den externen Monitor klären muss. Als Untergrund habe ich mich entschlossen, eine reflektierende Fläche zu nehmen. Hier kann man zum Beispiel mit schwarzem Acryl oder Glas arbeiten. War mir aber zu heftig von der Reflexion her. Klar kann man das im Nachgang im Photoshop oder im Affinity abschwächen, aber ich wollte so ein bisschen auch was zu dem goldbraunen Look des Rums haben. Und in dem Fall habe ich mich hier für eine in fast kupferfarben beschichtete Metalloberfläche entschieden, die eine leichte Strukturierung hat und den Look des Rums noch ein bisschen verstärkt. Ich arbeite bei diesem Setup mit 4 Blitzen. Da haben wir hier vorne einmal einen stehen, der nur als Labellicht dient, um das Label hier zu erleuchten.
Für das Hintergrundlicht benutze ich einen Wabeneinsatz, um das Licht besser auf den Hintergrund zu bündeln. Bei diesem Produktschuss arbeite ich mit zwei Seitenlichtern, jeweils mit Striplight bestückt. Das hintere, um das Kantenlicht zu setzen, und das vordere, deshalb auch ein etwas weiterer Abstand, zeige ich euch dann auch im Video warum, um das Produkt, also die Flasche, selber auszuleuchten. Um Streulicht zu vermeiden, arbeiten wir bei dem hinteren Striplight mit Abschattern oder auch Flex genannt, damit kein Licht auf den Hintergrund fällt. Um einen schönen gleichmäßigen Lichtverlauf auf unser Produkt zu bekommen, verwenden wir vor dem Blitzen einen weiteren Diffusor, um das Licht noch etwas softer zu machen. Und hier seht ihr dann auch die Reflektorkarten, die ich vorhin zugeschnitten habe, die ich dann hier hinter dem Rum und dem Glas aufbaue. Das Glas habe ich ein bisschen weiter hinten stehen, weil das möchte ich nicht vollkommen scharf haben. Das Hauptprodukt ist da rum, darauf soll der Fokus liegen. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr das Glas und die Flasche aufbaut, unbedingt darauf achten, ordentlich reinigen das Ganze, am besten mit einem Tuch oder einem Handschuh dann, also angezogenem Handschuh dann hinstellen, damit ihr keine Fingerabdrücke drauf habt, und auch unbedingt noch einmal die reflektierende Fläche vorher reinigen. Nicht nur wegen Fingerabdrücken, sondern ihr ärgert euch schwarz, wenn ihr einen Haufen Staubkörner im Nachgang wegstempeln dürft. So sieht das Ganze dann mit den Reflektorkarten hinter dem Produkt aus. Ich habe hier kleine Holzklötzchen genommen und diese mit doppelseitigem Klebeband an den Reflektorkarten befestigt, damit die auch ordentlich stabil stehen. Und dann schauen wir mal, was das Bewegen des Goldreflektors überhaupt ausmacht, also was für einen großen Einfluss das Ganze auf die Reflexion in der Flasche hat. Weil wenn ihr nämlich jetzt den Reflektor, wie ihr hier seht, einfach nur mal ein bisschen dreht, seht ihr, bekommen wir entweder eine harte Kante rein, leuchten das Ganze aus, so wie wir es gerne haben möchten, drehen wir ihn zu weit ein, geht uns erstens das Licht im Hintergrund, also die Beleuchtung der Flasche verloren, die Reflexion da drinnen, und man sieht natürlich auch den Reflektor. Ihr müsst darauf achten, dass der Reflektor gut hinter der Flasche versteckt ist und ihr halt auch den optimalen Punkt trefft, um die Flasche so zu belichten oder zu beleuchten, wie ihr es haben möchtet. Das gleiche gilt auch fürs Glas. Hier können wir dann auch das Ganze drehen. Wie ihr seht, hat das schon einen ziemlich starken Einfluss darauf, wie auch das Licht in den Eiswürfeln gebrochen wird. Kleiner Hinweis, verwendet keine echten Eiswürfel, kauft euch Kunsteis, also künstliche Eiswürfel aus Acryl, weil das schmilzt euch sonst im Glas weg. Und da lohnt sich die Anschaffung, wenn man öfters mal solche Produktschüsse macht. Der Goldkarton, den ich für die Reflektorkarten verwende, kann ich jetzt auch noch benutzen, um die linke Seite der Flasche aufzuhellen. Denn unser Problem ist, wir bekommen ja nur von der rechten Seite Licht und die Reflexion, die durch die Flasche im Glas fällt. Aber die linke Seite säuft uns förmlich ab. Ihr kommt also auch nicht umhin, im Nachgang im Affinity oder Photoshop mal ein Foto zu kombinieren, um die entsprechende Reflexion hier noch reinzuschoppen. Aber wie ihr seht, kann man dann mit der Karte nochmal das Ganze ein bisschen aufhellen und beleuchten. Das ist im Video jetzt nicht ganz so gut zu sehen, aber wenn ihr dann blitzt, seht ihr, dass das schon einiges an Reflexion ausmacht. Da blende ich euch dann auch mal noch ein Foto dazu ein. Der Goldkarton, den ich mir für das Shooting bestellt habe, verlinke ich euch selbstverständlich auch unten im Video. Ich habe mich entschieden, für mein Produktfoto ein neutrales Hintergrundlicht zu verwenden, aber ihr könnt selbstverständlich auch mit Farbfolien arbeiten. In dem Falle könnte man dann einfach die Farbfolie da drüber ziehen und ihr seht, da hat man dann auch entsprechenden Effekt. Ihr könnt das Ganze in verschiedenen Farben einfärben, um den Ganzen auch einen anderen Look zu geben. Mein Backlight habe ich beabsichtigt recht tief angesetzt, damit nur die Kante erhellt wird, die ja in der Unschärfe versinken soll im Foto, und ein schöner Halo im Hintergrund erzeugt wird. Wie ich ja schon in dem kurzen Setup-Rundgang erklärt habe, habe ich beabsichtigt, mein Hauptlicht ein bisschen weiter weggesetzt. Warum ich das gemacht habe, zeige ich euch jetzt mal live an der Flasche. Denn wenn wir näher rangehen, seht ihr, wie der Lichtverlauf sich ändert, wie die Flasche auch dunkler wird. Das liegt daran, dass das Licht, je weiter ich zurückgehe, ein bisschen mehr streut und dann eben auch die Reflektorkarte trifft, um die Flasche besser auszuleuchten.
So, jetzt schalten wir mal das Hauptlicht aus und dann erkläre ich euch, wie das Kantenlicht, also das zweite Striplight, von hinten wirkt. Das hintere Striplight dient als reines Kantenlicht. Und da seht ihr auch, wenn ich jetzt mal das Licht ein bisschen vor und zurück bewege, wie sich der Verlauf der Kante ändert. In dem Fall wäre es wichtig, mit dem Kantenlicht hinter der Flasche zu sein. Einmal, weil da auch die Reflexion auf die Reflektorkarten anders fällt. Und wir ja nur die Kante erleuchten wollen. Ihr seht, wenn ich jetzt das Ganze vor und zurück bewege, wie der Verlauf der Kante sich auf der Flasche ändert. Wir wollen ja aber eine schöne, klare und schmale Kante haben. Und je weiter wir zurückgehen, umso breiter wird die Kante, umso mehr wird das Licht gestreut. Und das wollen wir ja nicht. Wie ich in meinem kurzen Setup-Rundgang schon erklärt hatte, verwende ich ja Abschotter, um Streulicht auf den Hintergrund zu vermeiden. Wenn ihr genügend Abstand zum Hintergrund habt, verringert sich natürlich die Gefahr des Streulichts, aber die Gefahr besteht halt immer. Deshalb empfehle ich euch, mit Abschottern zu arbeiten. Die sind nicht mal teuer. Ich nehme dafür den ganz normalen Bastelkarton. Den gibt es für ungefähr 99 Cent pro Blatt zu kaufen oder pro Karton. Da empfiehlt es sich immer, ein paar im Studio rumliegen zu haben. Und das Ganze befestige ich mit einer Klammer am Stativ. Ist eine sehr einfache und günstige Lösung. Und sowohl die schwarzen Kartons als auch die Klammern kann man im Studio immer gebrauchen. Das Label beleuchte ich mit einem vorderen Blitz, auf den ich einen Snoot gesetzt habe, um das Label direkt zu beleuchten. Ich zeige euch mal, was das für eine Wirkung hat, indem ich das Licht an- und ausschalte. Und da seht ihr auch den Effekt. So könnt ihr sehr gezielt das Licht direkt auf das Label steuern, ohne dass die gesamte Flasche zusätzlich beleuchtet wird. Und damit ist das Setup für unseren finalen Schuss eingerichtet. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was daraus mitnehmen. Learning by doing. Ihr seht ja, einfach ein bisschen probieren, auch wenn man gerade am Anfang steht. Das Licht mal ein bisschen vor- und zurückrücken. Viel ausprobieren. Es ist kein Hexenwerk, das Ganze zu machen. Ich würde dann jetzt mal den finalen Schuss in den Kasten bringen. Das Foto zeige ich euch noch einmal am Ende. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, für euch das Video zu erstellen. Sollte es euch gefallen haben, Daumen nach oben, Abo, Glocke klicken, damit ihr auch kein weiteres Video verpasst. Und schreibt doch einfach mal unten in die Kommentare, wie hat es euch gefallen und gebt mir ein paar Themenvorschläge, was ihr gerne als nächstes sehen würdet. Wir sehen uns im nächsten Video.